Sie ist immer noch ein Mysterium. Abenteurer, Historiker und Archäologen suchen sie schon seit Jahrhunderten. Die verschollene Inka-Stadt Vilcabamba in Peru. Seit über 400 Jahren wird sie vom Dschungel überwuchert. Ein 15-köpfiges Expeditionsteam hat einen weiteren Versuch ins praktisch unerforschten und schwer zugängliche Gelände gestartet. Unsere Reporterin Julia von Weber hat die nicht ganz ungefährliche Reise während zwei Wochen mitgemacht. Heute zeigen wir Ihnen den ersten Teil von der Suche nach der sagenumwobenen Inka-Stadt Vilcabamba. Irgendwo da, zwischen kargem Hochland und dichtem Dschungel, soll sie sein, die versunkene Inka-Stadt Vilcabamba. Seit mehreren Jahrhunderten wird sie überwuchert. Geleitet von Mythen und Überlieferungen sucht der Historiker Santiago del Valle seit 10 Jahren die letzte Widerstandsfestung der Inkas. Meine Ziele für die Expedition sind sehr hoch gesteckt. Ich suche den Ort, wo sie Troja den grössten archäologischen Fund darstellen könnte. Es ist das letzte Inka-Reich, das fast 40 Jahre lang gegen die spanischen Eroberer Widerstand geleistet hat. Fasziniert von deren Idee begleite ich die außerordentliche Reise nach Peru in die Vergangenheit der Inkas. Cusco, Nabel der Welt, haben die Inkas ihre Hauptstadt auf über 3300 Meter genannt. Noch immer ist der Name Programm. Cusco wirkt auf mich ein bisschen wie ein postmoderner Rummelplatz. Überreste aus der Kolonialzeit sind nicht zu übersehen. Peruanerinnen tragen stolz Hüte auf ihrem Haupt, ähnlich wie sie die spanischen Eroberer schon getragen haben. Schon fast ein bisschen bizarr ist es auf dem Markt, wo uns die Indios zum Narren halten. Wenig Spass versteht man in Peru, wenn es um die Mutter Erde, der Pachamama, geht. Keine Dschungelexpedition ohne Segen von einer Schamanin. Sie gibt uns einen Lama-Fötus, Kokablätter und Süßes in einem Päckchen mit, wo wir dann im Dschungel verbrennen sollen. Einen Tag später befinden wir uns rund 200 km nordöstlich von Cusco, und zwar in noch dünnerer anderer Luft. Da kommt selbst mein Schweizer Wanderherz ins Stocken. Unsere Wegbereiter sind schon seit Tagesanbruch auf der Beine und machen Pferd für unsere strapaziöse Reise parat. Es liegt ein dreitägiger, nicht ganz ungefährlicher Marsch durchs Andengebirge und den Dschungel vor uns. Ein Teil werden wir reiten, ein Teil werden wir zu Fuß unterwegs sein. Wir befinden uns jetzt auf 4000 Meter Höhe. Hinter mir liegt sogar ein bisschen Schnee auf den Bergen. Es ist dementsprechend frisch, es ist auch sehr feucht, denn es hat die ganze Nacht geregnet. Aber mit ein bisschen Glück drückt heute vielleicht sogar die Sonne durch. Glück haben wir keins, dann regnet tut es weiterhin. Trotzdem sollten wir keine Zeit verlieren und schwingen uns auf Pferd. Und so machen wir uns mit Sack und Pack auf Richtung Westen in praktisch unerforschtes Gebiet, wo wir die letzte Widerstandsfestung der Inkas suchen. In realidad, desde el punto de vista histórico es más que Machu Picchu. Aus historischer Sicht ist Vilcabamba la Grande bedeutender als Machu Picchu. Machu Picchu war der Sommersitz der Inka-Herrscher und darum architektonisch vermutlich schöner. Aber wenn Vilcabamba mal ausgegraben ist, wird es ebenso spektakulär sein wie Machu Picchu und geschichtlich einen viel grösseren Wert haben. Y con un significado histórico superior. Machu Picchu. Der amerikanische Historiker Hiram Bingham hat die legendäre Inka-Stadt vor fast 100 Jahren entdeckt, durch einen Zufall. Eigentlich hat er wie mir die verschollene Rückzugsfestung Vilcabamba gesucht, ist dabei aber auf Machu Picchu gestossen. Auch wir müssen uns schon das erste Mal zurückziehen, es regnet in Strömen. Völlig durchnässt sitzen wir an einer Feuerstelle und wärmen uns mit einem Coca-Tee. Um uns herum tummelt sich Meerschweinli, eine Delikatesse zu Peru und übrigens auch schon von den Inkas als Haustier gehalten.
Morgen geht es weiter in die tropischen Tiefebenen, wo es gleichmal keine begehbare Wege mehr gibt und wir nur unter grössten Schwierigkeiten vorankommen. Oft müssen wir Schluchten und reissende Flüsse überqueren, immer auf der Suche nach Vilcabamba. Und wir tauchen jetzt wieder in den Dschungel ein. Seit zwei Tagen begleitet unsere Reporterin Julia von Weber eine Expedition zu Peru auf der Suche nach der letzten Inka-Stadt Vilcabamba. Auf ihrer Route entfernt sich die Truppe immer mehr von der Zivilisation und kommt nur unter schwierigen Bedingungen voran. Immer zerklüfteter wird das Gelände, immer dichter der Dschungel. Nur mit Hilfe von peruanischen Hochlandbauern können sie steile Schluchten und reissende Flüsse überwinden. Heute zeigen wir Ihnen den zweiten Teil unserer vierteiligen Doku-Serie über die Suche nach der letzten Widerstandsfestung der Inkas. Nach unserer ersten Nacht im Zelt wachen wir auf bei Tagesanbruch. Um 5 Uhr wird es in diesen Breiten grad hell. Der Dario steht mit seiner Fischerangel bereits schon knietief im Fluss. Er kümmert sich ums Frühstück. Und so kommt für mich der erste, nicht ganz gewohnte Morgen auf den Tisch. Kochte Forelle. Von jetzt an entfernen wir uns immer mehr von der Zivilisation. Auf unserer Suche nach der verschollenen Inka-Stadt Vilcabamba wird die Route immer anspruchsvoller und auch um Santiago, sein Bruder. Realmente, yo creo que él está un mein Bruder ist ein bisschen besessen von Vilcabamba. So schwer auch wir nicht da. Und mir ist jetzt schon klar, das, was uns zukommt, ist alles andere als ein Ferienlager. Spätestens beim Blick in diese Schlucht durch ab wird auch mir klar, es gilt ernst. Von jetzt an existieren keine Wege mehr und wir müssen auf die andere Seite vom Fluss kommen. Selbst die einheimischen Hochlandbauern sind noch nie so weit Dschungel einwärts gedrungen. Das Unmögliche machen da keine türischen Eintruppen wie in der Schweiz möglich. Mit einfachen Mitteln sind umgestürzte Baumstämme über den Fluss gekieft und zu einer Holzbrücke zusammengebaut worden, wo erstaunlich gut hebt. Der ganze Tross kann samt Gepäck auf dem Buckel jetzt vorsichtig den reissenden Fluss überqueren, wie ist jedem selber überlassen. Esel und Pferd haben wir an dieser Stelle müssen zurücklassen. Auf dem Weg daher haben insgesamt 4 solche Brücken müssen gebaut werden. Wir dürfen jetzt etwa noch 2 Tage vom erhofften Ziel Vilcabamba La Grande sein. Doch wenn wir es überhaupt jemals bis hierher schaffen, das steht noch völlig in den Sternen geschrieben, denn es ist bis jetzt noch nie irgendjemand so weit vordrungen. Das heisst, wir haben überhaupt keine Ahnung, was uns auf dem Weg noch erwartet. Am nächsten Tag wagen wir den halsbrecherischen Berghang durch ab. Voran kommen wir nur sehr langsam. Jeder Fehltritt kann in diesen Hängen fatal enden. Darum ertappe ich mich immer öfter, rechts umgekehrt willen zu machen. Für die Kamera war an der wirklich gefährlichen Stelle keine Hand frei. Es ist extrem schlieferig, vor allem auf den Steinen, die mit feuchter Erde bedeckt sind. Da vereist einem immer wieder der Fuß. Man muss genau schauen, wo man hinläuft. Unsere Wegführer sind hier geschickter, aber für uns ist es wirklich hart. Der Chef unserer Expedition hingegen scheint es unermüdlich. Er ist sich die rauen Bedingungen gewohnt. Schon seit 10 Jahren sucht er Vilcabamba, wie die Videoaufnahmen von ihm zeigen. Mit Hilfe der spanischen Chroniker rekonstruiert er den Weg zum letzten Inka-Reich. Immer wieder stößt er auf Bruchstücke, wo irgendwann ein ganzes Stadtbild geben sollen. Religiöse Strukturen als Mauerwerk und Bäder hat er schon gefunden und angefangen auszugraben. Noch immer fehlt ihm das Herzstück, der Palast. Ein Spanier, der den Inkas auf den Grund gehen und das mit Hilfe von ihren Nachfahren. Dabei haben doch die spanischen Eroberer vor über 400 Jahren genau diese Kultur zerstört. Wird das kein Konfliktpotenzial? Nein, sie haben mich immer sehr herzlich empfangen. Die Leute in dieser Gegend sind sehr arm und ich gebe ihnen Arbeit. Und wenn wir das finden, was wir suchen, dann bedeutet das für sie einen riesigen Aufschwung. Der Tourismus würde angekurbelt in einer Gegend, die total in Vergessenheit geraten ist. Für die peruanischen Hochlandbauern sind die alljährlichen Expeditionen vom 54-Jährigen ein Segen. Jeder zweite Peruaner lebt in Armut. Viele müssen mit einem täglichen Einkommen von weniger als 3 Schweizer Franken auskommen.
Auch der 27-jährige Jaime Giuseppe, er muss eine vierköpfige Familie ernähren und kämpft besonders jetzt um jeden Rappen. Im Moment ist es sehr schwierig für uns. Früher haben wir noch mehrere Produkte auf unserem Acker können anpflanzen. Jetzt sind es nur noch Herdöpfe. Und die werfen einfach nichts ab. Wir schaffen es kaum, unsere Kosten zu decken. Darum hoffen sie jedes Jahr, dass der Doktor, wie sie ihn alle schon fast ein bisschen ehrfürchtig nennen, wieder zurückkommt. Die Hoffnung auf die Entdeckung von Wilcabamba ist gross. Mit hohen Erwartungen verschieben wir morgen unser Lager flussaufwärts noch näher zu unserem angeblichen Ziel. Seit bald einer Woche begleitet unsere Reporterin Julia von Weber eine Expedition durch den Regenwald von Peru. Ein Historiker, ein Archäologe und sein Team suchen die letzte Widerstandsfestung der Inkas, Vilcabamba. Täglich kämpfen sie sich mit Hilfe von einheimischen Wegführern rund 10 Stunden durch den dichten Dschungel. Das in einem Gelände, wo sich vor über 400 Jahren die spanischen Eroberer gegen die Inkas erbitterte Kämpfe geliefert haben. Die Expeditionstruppe kommt nur sehr schleppend voran. Aber erste Zeichen deuten darauf ein, dass sie auf dem richtigen Weg könnten sein. Heute zeigen wir Ihnen den dritten von unserer vierteiligen Dokuserie über die Suche nach der verschollenen Inka-Stadt. Schon seit 8 Tagen sind wir unterwegs, umgeben von dickstem Dschungel und seinen Urbewohnern. Wir sind so weit von der Zivilisation entfernt, wie man es nur sein kann. Haben sich die Inkas auch so weit weg gefühlt, wo sie sich auf der Flucht vor der Spanien bis in die Gegend zurückgezogen haben? Mit diesen Gedanken tauche ich mit unseren Wegführern in den Wald ein. Nachdem wir rund 5 Kilometer mühsamen Weg hinter uns gebracht haben, stossen wir endlich auf die ersten Überreste. Es sind Terrassen, die die Inkas benutzt haben, um Mais, Herdöpfel oder Paprika anzubauen. Die Terrassen sind ein klarer Hinweis auf grössere Bauten. Für mich sind sie eine weitere Bestätigung, dass in diesem Tal viele Menschen gelebt haben. Es ist ein klares Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass weiter dschungeleinwärts die grosse verlorene Stadt auf uns wartet. Unterwegs nehmen wir uns Zeit für die Mutter Erde. Wir verbrennen das Paket, das wir von der Schamanin aus Cusco bekommen haben und wehen jetzt den Pachamama. Ein unabdingbares Ritual für die indigene Bevölkerung. Gefahren im Urwald lauern, man will der mächtigen Naturgottheit gut gesehen sein. Daraufhin eine kurze Lagebesprechung zwischen Archäologen und Historiker. Dann kämpfen wir uns weiter, Hang aufwärts. Der Santiago schickt seine Männer voraus, damit sie uns mit den Macheten einen Weg durchs Dickicht schlagen. Weiter oben werden wir nochmal fündig. Die Überreste werden von Schlingpflanzen, Wurzeln und Farn befreit. Der Archäologe dokumentiert es. Diese Art von kreisförmigen Strukturen sehen aus wie urbane Bauten. Das heisst, es könnte sich um ein Wohngebiet handeln, und zwar von einer einfacheren Schicht. Wir klettern weiter rauf, bis an die Spitze des Berges. Für mich wird der steile Aufstieg in dieser Hitze langsam zu einer richtigen Qual. Es heisst schon wieder, auf die Zähne beissen. Nach einem 6-stündigen Aufstieg endlich der Blick in die Weite. Dabei versuche ich mir vorzustellen, wie sich die Inkas mit den Konquistadoren in diesen Wäldern unerbittliche Kämpfe geliefert und von Vilcabamba aus 38 Jahre lang Widerstand geleistet haben. Und wie hat die Stadt Vilcabamba mal ausgesehen? Die Widerstandsfestung wird in der spanischen Überlieferung als sehr grosse Stadt beschrieben. Sie liegt 8 km westlich von Machu Picchu und hat eine Ausdehnung von rund 15 km. Wir haben auch eine Beschreibung vom Inka-Palast und vom Stadtkern, der aus rund 400 Häusern bestehen soll. Die Inka-Festung wird 1572 von den Spaniern eingenommen. Die Inka-Herrscher sind entweder geflüchtet oder später hingerichtet worden. Das war das Ende des 40-jährigen Widerstands.
Die Stadt gerät in Vergessenheit und wird vom Dschungel verschluckt. Wo wir den Abstieg machen, verschwindet die Sonne bereits schon hinter den Hügeln. Die Hunde nachkommen, gönnt man sich anstelle von einer Dusche ein erfrischendes Bad. Wir sind mittlerweile seit mehr als 10 Tagen unterwegs. Vordringen zum gesuchten Ort im Dschungel gestaltet sich als einiges schwieriger als vorhergesehen. Zum Teil sind einfach die Hänge unendlich steil, wir müssen sehr oft den Fluss überqueren. Aber zum Glück haben wir all bis jetzt nur ein paar blaue Flecken und Kratzer abbekommen. Denn im Moment funktioniert unser Satellitentelefon nicht. Und im Notfall wäre das nächste Telefon 3 Tage entfernt. Also im Moment können wir eigentlich noch hoffen, dass nichts Schlimmeres passiert. Unter unseren Wegführer macht sich langsam wieder Wille breit. Sie sind erschöpft und der Anstieg entlang dem Fluss scheint ihnen gefährlich und fast ein bisschen leichtsinnig. Wir lassen uns aber nicht abhalten. Morgen geht unsere Suche nach der verlorenen Stadt weiter. Grosse körperliche Anstrengungen und wenig Schlaf. Bald 2 Wochen ist unsere Reporterin Julia von Weber im Dschungel von Peru unterwegs. Sie begleitet eine 15-köpfige Expeditionstruppe auf der Suche nach der verschollenen Inka-Stadt Vilcabamba. Langsam gehen bei der Mannschaft die Reserven aus. Die Stimmung ist angespannt, Widerstand macht sich breit. Kommt dazu, dass die Route immer gefährlicher wird. Findet der Expeditionsleiter und seine Crew die verlorene Inka-Stadt und können sie auf dieser Expeditionsgeheimnis vom letzten Inka-Palast nach über 400 Jahren lüften? Heute zeigen wir Ihnen den letzten Teil unserer vierteiligen Dokuserie. Der Santiago ist wie immer als erster wach. Geschlafen hat er kaum, er scheint nervös zu sein. Seit bald 2 Wochen sind wir auf der Suche nach Vilcabamba und immer noch keine Spur vom Inka-Palast. Ich frage mich, muss man nicht etwas verrückt sein, damit man Aufwand, Stress und Gefahren Jahr für Jahr auf sich nimmt? Und reich kann man auch nicht werden. Goldschätze sind schon vor Jahrhunderten geplündert worden. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich verrückt bin. Vielleicht ein bisschen vernarrt in Vilcabamba. Das könnte schon sein. Aber für Expeditionsromantik ist nicht der Moment. Es bleibt wenig Zeit. Wir müssen bald zurück. Dazu kommt, der Santiago macht seine Rechnung ohne unseren Wegführer. Sie wollen nicht mehr weitergehen. Sie sind erschöpft und die geplante Route ist ihnen zu gefährlich. Meine Leute stellen sich quer. Sie sind zu mir gekommen und haben gesagt, dass sie nicht bereit sind, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Das muss man ernst nehmen. Schließlich ist der Santiago das nächste Jahr wieder auf sie angewiesen. Ohne Einheimische ist diese Art von Expedition unmöglich. Aber sie sind ebenso abhängig vom Santiago. Er gibt ihnen gut bezahlte Arbeit. Trotz angespannter Lage kann er eine verkleinerte Mannschaft zusammenstellen und seine Suche weiterführen. Immer wieder studiert er seine Satellitenaufnahmen und überlegt sich mögliche Routen. Daraufhin gehen wir weiter flussaufwärts mit der Hoffnung, einen neuen Lagerplatz zu finden. Der Santiago ist zuversichtlich, dass weiter oben ein Plateau ist, idealer Ort für eine Widerstandsfestung. Mir kommt es manchmal etwas vor, als ob man eine Nadel im Heuhaufen sucht. Auch die Archäologen tappen im Dunkeln. Wir Archäologen sind sehr daran interessiert, dass Vilcabamba gefunden und ausgegraben wird. Wir haben Kenntnis davon, dass die Stadt vor über 400 Jahren existiert hat, und zwar anhand von historischen Quellen. Aber der physische Beweis fehlt uns noch bis heute. Darum existiert Vilcabamba für uns Archäologen eigentlich nicht. Die Existenz darf man an dieser Stelle nicht in Frage stellen, sonst wären die Expedition und 10 Jahre Suche sinnlos. Der Santiago ist überzeugt, der Inka-Palast ist nahe. Wir sind nahe, das sagt mir meine Intuition und auch mein Herz. Weiter oben müssen wir nochmal eine Holzbrücke bauen und es ist die letzte. Selbst der unermüdliche Santiago scheint mittlerweile einzusehen, dass die Situation ein Weiterkommen verunmöglicht. Schon seit 2 Tagen erwartet uns die Wegführer, die wir zurückgelassen haben. Das Futter für die Lasttiere ist aufgebraucht, unsere körperlichen Reserven ebenfalls. Und die Verlagerung des Camps samt Ausrüstung wäre unter diesen Voraussetzungen verantwortungslos. Es ist vorbei, wir haben Vilcabamba nicht gefunden. Ist er jetzt enttäuscht? Das grosse Geheimnis haben wir nicht lüften, aber wir haben den Ort eingegrenzt. Wir müssen den grossen Entdeckungsmoment aufs nächste Mal aufsparen. Aber ich weiss, da hinten ist sie.
die letzte Widerstandsfestung Vilcabamba la Grande. Die Suche ist jetzt abgeschlossen. Wir gehen heim. Unsere Brücke, die Pforte zur geheimnisvollen Stadt, versenken wir im reissenden Fluss. Die sagenumwobene Inka-Stadt soll für andere Abenteurer verborgen bleiben. Wir sind seit zwei Tagen wieder vom Rückweg, das heisst, wir bewegen uns in Richtung Zivilisation, da sie doch ohne den Palast von Vilcabamba la Grande gefunden haben. Meine Befürchtungen, im Dschungel von einer Schlange zu bissen oder sogar von einem Bär angegriffen zu werden, sind zum Glück bei reinen Angstvorstellungen geblieben. Alles in allem eine total verrückte Reise durch den Dschungel, wo, wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt, ich weiss nicht, ob ich den Mut hätte, die Reise in Angriff zu nehmen. Aber unsere vielen wunderbaren peruanischen Begleiter haben das Leben im Dschungel einigermaßen erträglich gemacht und es wird eine Reise bleiben, die ich sicher nicht so schnell wird vergessen.